Hey geilen Gamer, was geht ab? Zurück zu einem neuen Video und heute werden wir, wie ihr schon am Titel erkennen könnt, Lebkuchenhäuser bauen. Yes! Aber wir werden nicht irgendwelche herkömmlichen Lebkuchenhäuser machen, das wäre ja ein bisschen langweilig. Ich habe zwei ganz besondere Fundstücke entdeckt. Ich freue mich schon mega, die jetzt mit euch aufzubauen. Einmal haben wir hier ein ganzes Minion-Dorf. Ich einfach unverbesserlich Minion made. Das ist ein ganzes Dorf, das heißt, da können wir nicht nur ein Häuschen bauen, sondern ja eben mehrere. Und als wäre das nicht schon cool genug, habe ich auch noch Jim Knopf und Lukas, die Lokomotivführer. Wir haben wirklich eine Lokomotive als Lebkuchenhaus. Da freue ich mich schon besonders drauf. Ich habe sowas einfach noch nie gesehen. Für mich gab es halt immer nur Häuschen oder so. Und ja, heute wollen wir einfach mal zwei kuriose Lebkuchenhäuser machen. Und ich kann euch sagen, liebe Freunde, ich möchte so ein Video schon seit immer machen. Schon als ich mit YouTube begonnen habe vor tausenden Jahren, da wollte ich auch schon so ein Video machen und ich habe es nie gemacht. Und jetzt denke ich, das ist perfekt. Ich würde sagen, zum Reinkommen machen wir jetzt erstmal die Minions auf. Süß! Oh, sogar mit Spritztüte. Ich habe eine Spritztüte da, aber sogar eine Spritztüte. Blau-gelbe Kügelchen. Perfekt. Blau-gelben Drops. Hier die vorgefertigten Lebkuchen. Da sind zwei Schichten drin, also darunter ist noch was. Und hier müssen jetzt so Figuren rein. Das heißt, selbst wenn keiner in unser Minion-Dorf möchte, haben wir immerhin zwei Mitbewohner. Das ist doch schon mal. Wir werden nicht ganz leer ausgehen, ja? das duftet. Oh, hier ist die große Platte. Das wird nämlich unsere Dorfbase, könnte man sagen. Mit Zaun. Es ist so süß einfach. Es ist süß. Ich hoffe halt einfach, dass ihr hier sehen könnt. Es ist schwierig, alles drauf zu bekommen. Aber wir versuchen unser Bestes. In den Gummidrops ist halt Gelatine drin. Das werde ich nicht essen. Ich verschenke sowas immer. Aber ich habe mir eigene gelatinfreie Süßigkeiten geholt. Also, wir werden da auf jeden Fall trotzdem schön verzieren können. Und ja, der Kleber aus Puderzucker, den machen wir auch selber hier. Den soll man wohl mit einem Eiweiß machen, aber wir machen das ohne Eiweiß. Geht auch. Aber richtig cool, dass wir einen Spritzbeutel da haben. Dann können wir gleich den Kleber richtig gut auftragen. Früher war ich mir immer viel zu fein, den Puderzucker durchzusieben. Steht ja immer in den Backrezepten so. Aber als ich das irgendwann mal ausprobiert habe, oh mein Gott, es war einfach so ein geileres Ergebnis. Also, wenn es heißt, Puderzucker durchsieben, siebt den Puderzucker. Ist echt nicht schwer, man braucht nur so ein Siebchen hier. Kann jetzt ein Weilchen dauern. 2 hours later. Der Stoff aus dem Kleber gemacht ist. Ich habe das mit ganz wenig Wasser jetzt vermengt und habe es mal nicht gefilmt, damit es halt nicht so langweilig hier ist. Ich muss jetzt diese Lücken hier vollkommen damit ausfüllen und dann werden auch schon die Häuser reingesteckt. Ich habe da ein kleines Löchlein reingeschnitten. Die Tüten, jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Kommt es, kommt es? Schauen wir mal, was da rauskommt. Jules hat da zu wenig abgeschnitten. Jetzt kommt ein bisschen raus. Okay, Leute. Ich soll jetzt diese Löcher hier einfach stopfen. Ein kleines Loch. Füllen Sie die Löcher großzügig mit Eiweißmasse. Alles klar, wenn die sagen großzügig. Oh nein, es kam hinten auch raus. Oh nein, ich bin neugierig. Jetzt machen wir erstmal das eine hier rein. Zack. Sieht doch gut aus. Leute, nichts wird verschwendet hier beim Schwaben. Und noch eins da rein. Weil dann können die Dinger nämlich schon mal, oh, trocknen. Ich stehe jetzt einmal die Zuckerbuben daher. Science mit Tools. Wenn ihr auf sowas Bock habt, Leute, können wir sowas gerne nächstes Jahr im Livestream machen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ja nächstes Jahr so ein krasses, cooles Setup, dass wir da auch irgendwie was basteln können.
können wir das Ganze auch gern live mal machen. Hier kommt das letzte Häuschen rein. Zack. So, jetzt werde ich warten, dass das alles so ein bisschen aushärtet. Und währenddessen, ihr seht, muss ich nochmal eine neue Zuckermasse anrühren für den Kleber. Dann sehen wir uns gleich. 2 hours later. Da sind wir wieder zurück. Jules hat einen frisch gefüllten Spritzbeutel hier. Leute, nehmt auf jeden Fall komplett wenig Wasser und ganz viel Puderzucker. Und wenn ihr so einen richtig zähen Bollen habt, der sich nicht mehr bewegt, dann könnt ihr noch ein ganz klein bisschen Wasser dazu machen. Aber ansonsten, so, wir werden jetzt für ein bisschen frische Luft sorgen. Wir machen nämlich noch einen kleinen Wald in unsere Stadt. Deswegen gibt es jetzt hier Bäumchen. Muss halt gucken, dass es nicht auf beiden Seiten rausspritzt. Ja, es darf nur da unten rauskommen. Ich hoffe, der platzt mir nicht, der Spritzbeutel. So, es kommt hier rein. Unsere Minions sind richtig nice. Die helfen hier einfach beim Aufbau der Stadt. Ich bin begeistert. Diese Mitarbeit, Mensch. Ah, es kommt schon wieder hinten raus. Oh nein. Schon wieder, genauso wie gerade eben. Was denn los? Das ist der höchste Baum hier, eine richtige Tanne. Das wird schwierig, den zu fixieren. Ich glaube, dafür brauche ich den Bobo. Aber wir sind nicht fertig. Wir brauchen natürlich noch einen Zaun, damit ja böse Wölfe abgehalten werden können. Das sind unsere Ziegeldächer. Die werden wir so fixieren. Nein, mein Baum! Er wird gefällt! Nein! Ich habe mich komplett eingesaut. GG. Die GEZ schläft nicht. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen schnell diesen Zaun machen, damit die nicht zu uns kommt, Leute, sobald wir unsere City anmelden. Da fehlt ja jetzt nur noch der Zaun hier. Oh nein! Jules macht Überflutung. Nein! Teuer angerührter Puderzucker hier. So Leute, die Gatter stehen, würde ich sagen. Wenn die GEZ vorbeikommt, dann sagen wir, du kommst hier nicht rein. So, der Grundbau steht, Leute, von unserem Minion-Dorf. Wir haben ganze 3 Häuser. Wir haben 2 wunderbare Bäume für die frische Luft. Und wir haben 2-mal ein Gatter. Ich würde sagen, besser kann es nicht laufen. Machen wir jetzt hier einfach schön Schnee hin. Weihnachten schneit es natürlich. Sieht das aus wie so ein Schneedach bei euch? Weiß nicht, Leute. Habt ihr dieses Jahr eigentlich auch ein Lebkuchenhaus gemacht? Oder gehört es eher so der Vergangenheit an, dass man das so als Kind gemacht hat? Bin ja auch immer offen für sowas. Ich fühle mich ja immer noch wie so ein Kind und deswegen mache ich ultra gern diese Sachen, die für Kinder sind. Ich feiere das einfach und das war mir so eine Herzensangelegenheit, mal so ein Video zu machen. Ihr könnt es gar nicht glauben, das ist einfach, ja, das ist für mich einfach so voll der Weihnachtsflair auch, keine Ahnung. Ich werde sentimental. Oh nein, es kommt schon wieder. Das ist so schwierig. Wenn man in der Mitte drückt, dann spritzt es halt überall raus, Leute. Bleibst du da drin? Was machen wir hier vorne? So Schneewiggles. Wunderschön. Ich glaube, es sollte immer nur aus einer Richtung rauskommen. Oh Mann. Sieht echt wunderschön aus hier, Not. Kommen hier diese kleinen Bällchen zum Einsatz. Es werde blau und gelb. So, dass jeder böse Wolf direkt sieht, hey, hier sind crazy Minions drin. Hier könnt ihr nicht rein. Hier gibt es keine Schafe, geht weg. Ich habe so ein paar Süßigkeiten gefunden. Die sehen ein bisschen so aus wie die,
die dafür vorgesehen waren, solche Böppel. Ich hoffe, die halten mal. Die sind ziemlich groß. Sind einfach viel zu groß für die kleinen Häuschen. Aber egal, Leute, egal. Dieses Teil hebt einfach beide. Ich bin so begeistert. Kleine Kugeln haben wir hier. Ich würde sagen, so bleibe ich jetzt einfach für 2 Stunden, bis es getrocknet ist, ne? 2 hours later. Kann ich das mal drehen und mir angucken, was ich da vollbracht habe. Huh! Nein, Spaß, Leute, so schlimm ist es gar nicht. Werde ich hier mal noch ein bisschen die Front verzieren und dann sehen wir uns wieder. Darf ich vorstellen, mein fertiges Minion-Dorf. Ich habe mich stets bemüht. Nein, ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Hier haben wir jetzt unsere beiden Minions. Hier habe ich versucht, einfach euch ein Herz zu machen und es vollgebröselt mit diesen Kügelchen. Und es ist voll zerlaufen, Leute. Aber wisset, es sollte ein Herz sein für euch. Ja, Loch und so. Überall ist natürlich schneebedeckt. Ich habe hier so Prismasteine wie ein Dark Souls, habe ich mir gedacht, mache ich einfach komplett um das ganze Dorf drumrum. Dann ist man da auch, hat auf jeden Fall ein bisschen Licht außen, das ist eigentlich ganz nice. Dann habe ich auch diese Prismasteine hier oben drauf gepackt, finde ich auch ganz nett. Und die Bäume müssen, die Bäume müssen standhaft bleiben, bleiben sie nicht. Ich finde, das ist eigentlich ganz cute geworden. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Doch, Jules, es gibt keine Ruhe. Jetzt wird es noch das zweite hier aufgebastelt, wenn hier schon alles verwüstet ist. Lieber verwüste ich nur einmal. Eine Lebkuchen-Lokomotive. Jim Knopf. Und ich habe so das Gefühl, das könnte vom selben Hersteller sein, weil die ganze Aufmachung so sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus. Aha, wir haben wieder ein Spritztütchen. Hier haben wir Smarties und solche Kügelchen. Und eine Jim Knopf-Figur. Ich denke, die ist aber nicht essbar. Haben wir so eine Platte. Das riecht wieder so herrlich. Schaut mal, was hier für süße Lebkuchens sind. So was Cooles habe ich noch nie gemacht. Das ist einfach, das ist mega cool, Leute. Schön auch, dass da so ein kleiner Bub ist. Ich werde meine Kamera jetzt mal aufladen, denn wir haben es geschafft, dass der Akku komplett leer geworden ist während der Prozedur. Und dann werde ich hier schon mal die eine oder andere Sache vorbereiten, weil ja, ihr habt ja jetzt im Grunde schon gesehen, wie es funktioniert. Und hier wird es ganz ähnlich sein, nur halt, dass es eine Lokomotive wird. Also bis gleich. 2 hours later. Das ist der Zwischenstand, so gefühlte 100 Jahre später. Ich habe die ganzen Teile schon ja, bemalt, verziert. Ich habe da übrigens diese Schakalode-Monsters, das sind die Smarties. Und die habe ich halt so an den Wagen und an die Lokomotive dran gemacht. Und diese Sprinkles da. Ist auch schon ein bisschen zusammengemacht. Bin ich ganz stolz, denn der Wagen, der scheint zu halten und sieht auch ganz in Ordnung aus. Und hier auf die Front bin ich ja schon ein bisschen stolz. Es sieht cute aus. Muss halt immer ein bisschen antrocknen lassen und so. Aber die werde ich jetzt gleich nochmal assemblen. Ich habe den kleinen Lokomotivführer hier schon rangebappt und der kommt jetzt hier hin. Zack, zack, zack. Das geht einfach rucki zucki. Jetzt kommt mein Lieblingsteil, nämlich hier die Vorderseite von unserer Lokomotive. Ja, sieht gut aus. Jetzt kommen nämlich die beiden Platten hier. Die sind quasi die Schienen, die ihr sehen könnt. Dieser Wagen drauf. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe noch 3 Figuren so als Pappeständer. Hier haben wir Lukas, Nepomuk und Prinzessin Lisi. Die packe ich jetzt einfach. Ich weiß nicht. Kann man die hier so reinstellen?
Ja, Leute, ich würde sagen, das ist unsere Lokomotive. Ich denke echt, dass wir hier relativ fertig sind. Es sieht richtig süß aus, aber Leute, jetzt kommt noch der Final Touch. Habe ich hier so Goldstaub, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oh mein Gott, das ist so süß, Leute. So, Leute, das ist es. Ich hätte niemals gedacht, dass es so lange dauern wird. Ich saß hier jetzt sicherlich mindestens 6 Stunden. Ich saß hier richtig lange einfach. Ich habe nicht mitgezählt, aber ich saß richtig lange hier. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat mich wirklich erfreut. Oh, hier ist der Jim Knopf. Den habe ich ganz vergessen. Sorry, Bro. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Video auch genossen habt. Ich habe es auf jeden Fall genossen, das hier zu basteln. Das ja, erfüllt mich einfach immer wieder mit Freude. Und das war's für heute. Und wir sehen uns gerne morgen wieder beim nächsten Vlog. Und heute Abend beim Stream, wenn ihr das seht, werde ich auch heute Abend wieder streamen. Also, könnt ihr euch aussuchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.